Venedig ist ein Mythos. Die prächtigste Kulisse der Welt. Millionenfach besucht. Es ist die Zeit zwischen Tag und Nacht. Stunden, welche die Lagune in ein faszinierendes Licht tauchen. Dieser Film führt in ein Venedig, das kaum jemand kennt. Denn die Stadt führt ein Doppelleben. In der Weite der Lagune, wie auch an den engen Stadtkanälen, existieren geheime Winkel, in die Außenstehende niemals vordringen. Wenige Schritte von den Touristenpfaden entfernt, öffnet sich ein lebendiger Kosmos, bevölkert von faszinierenden Kreaturen. Sie leben mitten in der Stadt, tauchen unter ihr hinweg oder blicken von hoch aus der Luft auf sie herab. Echte Venezianer. Die geheimen Plätze von Stadt und Lagune sind ihnen bestens vertraut. Denn im wilden Venedig sind sie zu Hause. Venedig wurde im Wasser erbaut, in einer Welt zwischen Meer und Festland. Die Lagunenstadt ist ein von Menschen geschaffener Raum. Ein Ökosystem, fragil wie das Glas aus Murano. 550 Quadratkilometer groß und durch Landzungen und Inseln weitgehend vom Meer abgetrennt. Flamingos haben Venedig erst vor kurzem für sich entdeckt. Immer näher rücken die Venicottari an die Stadt heran. Einige Tiere wurden markiert. So weiß man, dass sie zwischen Nordafrika, Sardinien, der Camargue und neuerdings auch Venedig pendeln. Der Kormoran ist nicht so mobil. Die Alpen sind eine wuchtige Barriere. Die Lagune von Venedig ist europaweit der nördlichste natürliche Lebensraum für Flamingos. Als Flieger sind sie äußerst elegant. Doch der Start direkt aus dem Wasser kostet viel Energie. Nie zuvor kamen die Flamingos der Stadt so nahe. Sie werden in ein paar Wochen wiederkommen. Andere Vögel bleiben länger weg. Das Meer grenzt direkt an die Lagune, die Berge nur fast. So sieht man Venedig selten. Am Ende des Winters, wenn auf den alten Gipfeln der Schnee schmilzt, ist es für manche Lagunenbewohner höchste Zeit zum Aufbruch. Die Alpenstrandläufer sammeln sich für den Flug nach Norden. Noch ist es in der Lagune kühl und das Stehen auf einem Bein hält den Körper warm. In einer Welt aus Wasser sind trockene Plätze rar. Kein Pflock bleibt frei. Die ideale Abflugbasis auf dem Weg ins Sommerquartier. Der Kormoran bleibt nicht allein. Andere werden den Platz der alten Strandläufer einnehmen. Erst aus der Perspektive der Vögel offenbart sich die ganze Schönheit der Lagune. Sie ist ein bizarres Labyrinth aus unbewohnten Inseln, verschlungenen Kanälen und sumpfigen Sandbänken. Dieses Marschland wird Baräne genannt. Hier gedeihen nur Pflanzen, die Salzböden ebenso gut wie Überschwemmungen vertragen. Durchzogen werden die Baräne von natürlichen Wasserstraßen, den Gebi,
Das Fundament der Stadt sind Holzpfähle. Auf ihnen ruhen bis heute die prächtigen Kirchen und Palazzi. Die Gebi, die kleinen Wasserwege zwischen den Inselchen, wurden zu jenen Kanälen, die heute den Zauber der Serenissima ausmachen. Sie prägen mit den kunstvollen Fassaden das Venedigbild unzähliger Touristen. Und die merken kaum, wie viele Einheimische sich rund um sie tummeln. Diese Miesmuscheln sind echte Venezianer. An jeder Hauswand, an jedem Pfahl haften Muschelteppiche. Als wäre die Stadt auf Muscheln gebaut. Die Venezianer lieben ihre Kotze. Und die Miesmuscheln lieben Venedig. Denn die Kanäle der Lagune sind, vorsichtig formuliert, sehr nährstoffreich. Die Weibchen versprühen bis zu 10 Millionen Eier, die fast zur Gänze von kleinen Tieren gefressen werden. Dennoch bleiben pro Aussaat an die 10.000 Jungmuscheln übrig. Jetzt im Frühjahr ist aber auch für die riesigen Vogelkolonien vor den Toren der Stadt die Brutzeit gekommen. Überall wird jetzt gebrütet. Vielen dient eine Bodenmulde als Nest. Doch so nahe an der Stadt gibt es regen Schiffsverkehr. Ständig schrecken die Brutvögel auf, um nach einer Weile zu ihren Gelegen zurückzukehren. Besonders eng nebeneinander brüten die Brandseeschwalben. Ihre Eier liegen ganz offen im Sand. Die Temperatur des Sandes hält die Eier nur für kurze Zeit warm. Die Vögel müssen bald wieder an ihre Brutstätten zurückkehren. Wie sie es bei diesem Trubel und dem engen Nebeneinander schaffen, stets die eigenen Eier wiederzufinden, ist ein Rätsel. Ein Austernfischer brütet direkt neben einer Zwergseeschwalbe. Wenn die Vögel auffliegen, bleiben ihre Gelege völlig schutzlos zurück. Rund um die Lagune gibt es vor allem einen Räuber, der den Vögeln gefährlich werden kann. Der Fuchs. Er ist das größte Raubtier, das durch die Barrene streift. Die Vögel haben ihn längst entdeckt. Allerdings sind Füchse eher wasserscheu, was die Jagd in einem Sumpfgebiet nicht gerade einfach macht. Außerdem ist das Wasser hier salzig. Nichts für einen Fuchs. Oder doch? Ob sich der Sprung gelohnt hat? Die Vögel sind ausgeflogen. Aber es gibt auch leichtere Beute. Die Vogeleier liegen hier gleichsam auf dem Präsentierteller. Der größte Hunger scheint gestillt. Der Fuchs zieht weiter. Als erste wagen sich die Brandseeschwalben zurück auf den Boden. Auch ein Säbelschnäbler stelzt zu seinem Nest. Bald ist jeder Platz besetzt.
Doch dieses enge Nebeneinander verläuft nicht immer harmonisch. Zwei Flussseeschwalben sind mit ihrem Nachbarn nicht ganz zufrieden. Schließlich sind die Fronten geklärt. Es kann weiter gebrütet werden. Auch außerhalb des Wassers trifft man auf typische Venezianer. Sie kamen vor langer Zeit mit Handelsschiffen und wurden in der Lagunenstadt heimisch. Ratten. Diese hier sucht im Schatten der Wäscheleine Deckung. In den Gemäuern Venedigs gibt es viele geheime Verstecke, in die sie sich tagsüber zurückziehen können. Die schönsten und größten Prachtbauten liegen direkt am Canal Grande, der Hauptstraße Venedigs. Der Canal Grande war ursprünglich der Mündungslauf des Flusses Brenta, der nun südlich der Lagune in die Adria mündet. Hinter den prächtigen Fassaden der Palazzi verbirgt sich so manches Schmuckkästchen. Doch nur wenige können einen Blick auf diese geheimen Orte werfen, wie auf den Rosengarten des Palazzo Malipiero Barnabò. Direkt am Canal Grande ist der Garten ein verborgenes Paradies inmitten des Trubels. Die Besitzerin, eine Komtesse aus altem venezianischen Adel, achtet auf jedes Detail, aber lässt auch der Natur ihren Raum. In einer Stadt, in der jeder Quadratzentimeter fester Boden gewinnbringend genutzt wird, ist ein solcher Park wahrer Luxus. Und für viele Tiere ein Rückzugsgebiet. Ein lauer Frühlingstag geht zu Ende. Die letzten Sonnenstrahlen tauchen die Stadt in ein warmes, goldenes Licht. Venedig gehört nun wieder den Venezianern. Es ist die Zeit der Nachtschwärmer. Die Ratte verlässt ihr Versteck. Doch sie ist nicht allein in der Dunkelheit. Im Schutz der Nacht werden auch andere Lebewesen aktiv. Und das kann gefährlich werden. Marder haben es besonders auf Ratten abgesehen. Früher gab es viele Marder in Venedig, heute ist der Bestand stark dezimiert. Ratten gibt es hingegen mehr denn je. Ironie des Schicksals: Die meisten Marder starben an Rattengift. Diesmal ist die Ratte davongekommen. Jetzt muss sich der Marder mit weniger zufrieden geben. Marder sind Allesfresser. Deshalb ist auch ein vegetarisches Mahl in Ordnung. Obst läuft nicht weg. Eine venezianische Nacht geht zu Ende.
Ein Brautpaar nützt den menschenleeren Markusplatz für bleibende Erinnerungen. Nicht nur Tag und Nacht, auch die Gezeiten geben in Venedig den Rhythmus vor. Ebbe und Flut sind der Atem der Lagune. Zweimal am Tag steigt und sinkt der Wasserspiegel. Jetzt am Morgen herrscht Flut. Bei Ebbe kommen die flachen Inseln wieder zum Vorschein, die vorher überflutet waren. Genau das wird seit langem genutzt. Am Rande der Lagune hat sich uraltes Kulturgut erhalten. Die sogenannten Valli da Pesca. Was wie ein bizarrer Wasserpark aussieht, war lange Zeit die Lebensversicherung Venedigs. Valli da Pesca sind eingezäunte Fischgründe. Von hier stammten die Fische für die Venezianer. Bis heute bedient man sich in den Valli da Pesca einer ebenso einfachen wie genialen Methode, um an Jungfische zu kommen. Im Frühling strömen Scharen von Jungfischen in die Baräne. Doch Gitterstäbe versperren ihnen den Weg. Der einzige Zugang führt über eine Schleuse. Die Fischer brauchen nichts weiter zu tun, als ein Netz auszulegen. Nun ist es ein leichtes, die drängelnden Jungfische einzufangen und auf die andere Seite des Gitters zu verfrachten. Die Fische haben sich fast freiwillig ins Gefängnis begeben, wenn auch in ein sehr komfortables. Mit Hilfe von Einzäunungen, Schleusen und kontrollierter Wasserzufuhr werden ihre Lebensbedingungen im Walle optimiert. Wenn sie wieder zurück ins Meer wollen, wird sich das Spiel wiederholen. Nur landen die meisten dann auf dem Teller. Auch ein anderer Fischer lauert in der Lagune auf seine Chance. Eisvögel sind nicht nur prächtig anzusehen, sondern auch faszinierende Jäger. Offensichtlich macht die zappelnde Beute Schwierigkeiten. Der kräftige Schlag auf den Kopf hat den Fisch betäubt. Nun kann ihn der Eisvogel in Ruhe fressen. Eisvögel nehmen täglich mehr als die Hälfte ihres eigenen Körpergewichts zu sich. Wenngleich sich das bei größeren Fischen als nicht ganz einfach erweist. Der Eisvogel ist ein typischer Lagunenbewohner. Allerdings ist er kein Freund von Salzwasser. Sein Revier sind die Brackwasserzonen an den äußersten Rändern der Lagune, wo die Gezeiten kaum noch spürbar sind. Hier ist der Salzgehalt gering. Nicht jeder Sturzflug ist von Erfolg gekrönt. Diese Art zu fischen verbraucht ungeheuer viel Energie. Bis zu 20 Fische am Tag holt sich der kleine Vogel aus dem Wasser. Vor allem der Start kostet viel Kraft. Andere Vögel müssen sich bei der Jagd nicht so plagen.
wie der Kormoran, der gerade seine Flügel trocknet. Auch der Seidenreiher strengt sich beim Fischen nicht besonders an. Und der Rallenreiher macht sich bei der Jagd nicht einmal nass. Überall in der Lagune gibt es jetzt reichlich Fische. Sogar in den Kanälen der Stadt wird gefischt. Das wichtigste öffentliche Transportmittel Venedigs ist das Vaporetto. Mitten in diesem Trubel geht ein Seidenreiher auf Jagd. Beim An- und Ablegen entsteht unter der Vaporetto-Station hoher Wellengang. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung für den Reiher. Manchmal wird das Jagen richtig schwierig. Zum Beispiel, wenn ein Megadampfer vorüberfährt. Dann schwankt die Station noch mehr als sonst. Doch der Reiher lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Auch er fängt einen der Jungfische, die jetzt zu Tausenden in die Lagune strömen. Während auf Venedigs Wasserstraßen weiterhin Hochbetrieb herrscht, hat der Reiher genug vom Trubel. Es gibt ruhigere Jagdgründe. Doch woher kommen all die Jungfische in der Lagune? Venedig lebt vom Wasseraustausch mit dem offenen Meer. Es gibt nur drei schmale Verbindungswege zwischen Meer und Lagune. Die sogenannten Bocke. Durch die Bocke erreichen nicht nur Schiffe Venedig, sondern auch die Jungfische. Im Frühling zieht es sie in die Lagune, weil sich das seichte Wasser schneller erwärmt als das offene Meer. Und es hier mehr Nahrung gibt. Die Fischer Venedigs kennen das Geheimnis der Fischzüge. Doch ein anderes Phänomen blieb ihnen ein Rätsel. Direkt vor den Bocke gibt es reiche Fischgründe. Aber wer hier seine Netze auswarf, zog sie zerrissen wieder empor. Die Fischer glaubten, dass sich Wassergeister an ihre Netze gekrallt hätten und nannten das Gebiet Tenjue, was festhalten bedeutet. Hier in den Tenjue befindet sich die Kinderstube der Lagunenfische. Eine bunte, karibisch anmutende Unterwasserwelt, mitten in der flachen, sandigen Adria. Die Tenjue sind Felsformationen, Korallenriffen ähnlich, der Grund für die zerrissenen Netze und voll mit faszinierendem Unterwasserleben. Schlangensterne, Federwürmer. Die Felsen der Tenjue stammen nicht von Korallen, sondern von kalkbildenden Algen. Heute ist der Fischfang hier verboten und das Tauchen streng reglementiert. Hier kann sich die Natur frei entfalten, wie diese kleinen Kammmuscheln, die Canestrelli. Aber direkt vor der Kulisse von Venedig ist es den Fischern erlaubt, ihre Netze auszuwerfen. Im Frühling besteht der Fang meist nur aus kleinen Fischen. Ganz in der Nähe der vielen Fotomotive liegen die Giardini. Sie sind eine weitläufige Parkanlage und ein wichtiger Rückzugsraum für Tiere. Dieses hier wirkt aus der Nähe wie ein Urzeitmonster.
Dabei ist es nur eine Wechselkröte auf der Suche nach einem paarungswilligen Weibchen. Für Kröten ist die Partnersuche in Venedig nicht einfach, selbst in einem ruhigen Park. Die wenigsten Besucher bemerken die Anwesenheit der Wechselkröte. Sie ist gut getarnt. Trotz ihres Aussehens ist die Kröte harmlos, was man von anderen Monstern nicht behaupten kann. Fahrfehler darf hier keiner passieren. Der Kröte reicht es. Schließlich findet sie doch noch eine Partnerin. Und ein geeignetes Plätzchen für ein Rendezvous. Auch in anderen Teilen Venedigs gibt es verborgene Plätze, an die sich nur wenige Touristen verirren. Versteckt im Stadtteil Dorso Duro liegt eine traditionelle Gondelwerkstatt. Abseits der Menschenmassen haben nicht nur die Handwerker Ruhe zum Arbeiten. Auch so manches Tier fühlt sich an diesem Ort wohl. Zum Beispiel der Gecko. Geckos sind zugewandert. Am Tag sonnen sie sich gerne auf warmen Steinen. Erst wenn es dämmert, werden sie aktiv und gehen auf Jagd nach Insekten. In den Stunden der Dämmerung und der Nacht ist der flinke Jäger geschützt vor seinen Feinden, die sich jetzt in der Lagune zur Ruhe begeben. Nun ist es aber Zeit für den Gecko. Als Insektenjäger ist er perfekt ausgerüstet. Sein spezieller Körperbau macht ihn zu einem wahren Kletterkünstler. Seine Zehen sind sowohl für glatte als auch für raue Oberflächen geeignet. Außerdem sieht der Gecko ausgezeichnet bei Dunkelheit. Mit speziellen Haftlamellen auf den Zehenballen kann er sogar auf Glasscheiben gehen. Wie auf dem alten venezianischen Fenster. Die Kormorane wärmen sich in den ersten Sonnenstrahlen. Auch in die Vogelkolonien kommt am frühen Morgen wieder Leben. Große Ereignisse kündigen sich an. Die Küken der Brandseeschwalben schlüpfen. Aus dem Ei zu kommen ist Schwerarbeit. Der Tumult am Strand ist nun grenzenlos. Es geht zu wie auf einer italienischen Piazza. Jetzt fängt die Arbeit für die Eltern erst richtig an. Es gilt, laufend Fressbares heranzuschaffen. Kaum geschlüpft, rufen die Küken lautstark nach Nahrung. Wer dafür zuständig ist, muss aber noch ausdiskutiert werden.
Ein Säbelschnäbler wirkt hingegen etwas ratlos. Ob seine Küken dem Fuchs zum Opfer gefallen sind? Hochsommer. In der Lagune ist es stickig und schwül. Das Brackwasser beginnt zu faulen. Wilder Strandflieder verwandelt die Salzwiesen in ein Meer aus violetten Blüten. Wer kann, sucht sich einen Schattenplatz. Aber der ist in der Lagune rar. Zum Fischen gibt es jetzt fast nichts. Im Sommer nutzt er die Gelegenheit, seine Netze zu flicken. Die Fischerhütte liegt inmitten der Barene. Im Brackwasser rundum tummeln sich Tiere, denen die Hitze wenig ausmacht. Vor allem, wenn sie gerne baden gehen, wie die Wasserspitzmaus. Dem Silberreiher auf der Jagd würde diese Maus wohl nicht so gut bekommen. Die Wasserspitzmaus ist eines der wenigen giftigen Säugetiere. Giftdrüsen unter der Zunge produzieren ein Sekret, das bei Tieren bis Mausgröße tödlich wirkt. Ihre Behausung baut sie immer mit einem Ausgang zum Wasser. Wasserspitzmäuse sind hervorragende Schwimmer und Taucher. Dazu brauchen sie viel Energie. Sie müssen fast ununterbrochen fressen. Ihr ganzer Körperbau ist perfekt auf die Unterwasserjagd ausgerichtet. Gejagt werden Kleintiere wie Krebse, kleine Fische oder sogar Frösche. Eine Schlammschnecke wäre ebenfalls willkommen. Allerdings hat sich diese in ihr Haus verkrochen. Wasserspitzmäuse haben keine Kiemen. Alle 20 Sekunden müssen sie daher zum Luftholen auftauchen. In der Zwischenzeit hat sich die Schnecke wieder aus ihrem Haus hervorgewagt. Ein Fehler. Und die Gelegenheit für die Maus. Jetzt hat die Schnecke keine Chance. Zum Fressen bringt die Wasserspitzmaus ihre Beute an die Wasseroberfläche und versteckt sie sorgsam. Acht Prozent der Lagunenoberfläche bestehen aus Inseln. Bis zu 20.000 Menschen lebten einst auf Torcello. Heute erinnert nur noch die alte Kathedrale an diese Zeit. Einige Inseln sind bis heute besiedelt, wie Burano, bekannt wegen der ausgefallenen bunten Häuser. Auf manchen Inseln leben nur ein paar Mönche, wie auf San Francesco del Deserto. Andere Klöster, wie jenes auf der Insel Madonna del Monte, sind längst verlassen. Ein Teil der Insel ist versunken. Verwunschene Orte wie Madonna del Monte holt sich die Natur wieder zurück. In das verlassene Kloster sind neue Bewohner eingezogen. Die Spinnen waren schon hier. Die verfallene Ruine bietet für Turmfalken ideale Bedingungen, um Junge großzuziehen. Sie tragen schon das Federkleid erwachsener Falken, sind aber nicht flügge. Noch brauchen sie jede Menge Nahrung.
Während die Eltern jagen, siegt bei den Jungen die Neugier. Zaghaft begibt sich der erste Jungvogel auf Entdeckungsreise, vorerst noch zu Fuß. Auch der zweite lässt sich diese Chance nicht entgehen. Ganz unbeobachtet sind sie dabei nicht. Ein Elternteil wacht in der Nähe. Wenn die Mutter mit fetter Beute zurückkehrt, drängen sich alle Jungtiere auf dem schmalen Mauersims. Nur für einen Moment sieht es so aus, als würden sich die Jungen der Reihe nach anstellen. Doch Vordrängen ist ganz normal. Wer am lautesten schreit, überlebt am ehesten. Lange wird das Essen ohnehin nicht mehr geliefert. So einsam wie bei den Falken geht es am Lido nicht zu. Im Hochsommer brüten hier keine Vögel, sondern Badegäste. Betuchte Gäste zieht es an den Strand des ehrwürdigen Grand Hotel Excelsior. Unter Wasser ist genauso viel los. In den Tenue, den natürlichen Riffen vor dem Laguneneingang, zeigt sich jetzt ein faszinierendes Naturschauspiel. Beim Hochzeitstanz der Kalmare schwimmen die Partner nicht nur synchron, sondern oszillieren auch in allen Regenbogenfarben. Kalmare haben spezielle Leuchtorgane, um sich zu verkleiden. Aber auch andere Tenue-Bewohner beherrschen das Tarnen und Täuschen. Der Drachenkopf plustert sich bei Gefahr auf. Ein Meeraal lauert in einer Höhle auf Beute. Verschiedene Krebs- und Krabbenarten tragen sogar eine Tarnkappe aus bunten Schwämmen und Algen. Es ist Venedigs Karneval unter Wasser. Von den seltsamen Wesen der Tenue wieder zurück in die Lagune. Der Katzenhai wird dorthin nicht folgen. In Sichtweite von Venedig haben die Brandseeschwalben die Aufzucht ihrer Jungen arbeitsteilig organisiert. Während die meisten Elterntiere jagen, passen ein paar wenige auf die Halbwüchsigen auf und zeigen ihnen den nächsten Schritt ins Leben. Das Fliegen. Wie das funktioniert, lernen sie in der Flugschule. Die Erwachsenen zeigen es vor. Die Jungen probieren es. Noch etwas unbeholfen. Bald werden die Jungen so meisterhaft fliegen wie ihre Eltern. Auch für die jungen Turmfalken ist es jetzt an der Zeit, das Fliegen zu lernen. Für kurze Strecken reicht ihr Können schon. In der Luft sind sie rasch in ihrem Element. Doch damit ist auch die Zeit der elterlichen Fürsorge vorbei. Die Jungvögel müssen sich jetzt ein eigenes Revier in der Lagune suchen.
Wird es kalt und die Strände menschenleer, wagen sich andere Gäste ans Ufer. Vor allem, wenn sie hungrig sind. Ein Fuchs auf seinem morgendlichen Streifzug. Was will er hier finden? Das Wasser ist salzig und alles, was hier herumliegt, ebenfalls. Der Strand ist verlassen und leer. Oder doch nicht? Eine Strandkrabbe ist unterwegs, gepanzert und wehrhaft. Eine Krabbe ist zwar klein, aber keine einfache Beute. Die Krabbe wehrt sich heftig, vor allem mit ihren scharfen Scheren. Der Vorteil liegt diesmal bei David. Denn Goliath hat eine empfindliche Schnauze und gibt schließlich auf. Für die Krabbe kann der Tag nur besser werden. In der Lagunenstadt wird es ungemütlich. Es droht Aqua Alta, Hochwasser. Der Wasserspiegel steigt und steigt. Der tiefst gelegene Ort in Venedig ist der Markusplatz. Für Fußgänger sind Stege bereitgestellt. Wer woanders hin muss, bekommt nasse Füße. Aqua Alta ist typisch für Herbst und Winter. Ursache ist das Zusammentreffen von starker Flut mit dem Scirocco-Wind aus Südosten. Die Venezianer haben gelernt, mit regelmäßigen Überflutungen zu leben. Was aussieht wie ein Swimmingpool, ist für die nächsten Stunden der Markusplatz. Im Winter versinkt Venedig in einem Nebelmeer. Kalter Wind aus dem Norden bringt den Nebel in die Lagune. Und mit ihm die Zugvögel. Venedig ist eine kleine Welt für sich. Im ständigen Wandel und mit wechselnden Bewohnern. Wenn die einen weiterziehen, kommen andere. Was vergeht, schafft Platz für Neues.